Also ich habe mich beworben bei der DSM damals, habe als Produktionsmitarbeiter angefangen, ohne Ausbildung. Dann habe ich einen Chemieverfahrenstechniker gemacht, herinnen. Die Ausbildung hat 2 Jahre gedauert. Nach dem Chemieverfahrenstechniker habe ich gleich im Anschluss den Werkmeister auch noch gemacht. Ich glaube, wenn man motiviert ist, dann stehen einem alle Türen offen im Leben. Und bei der ESIM ist das, glaube ich, auch so. Also es gibt ja Beispiele bei uns in der Firma, dass Leute eine Lehre begonnen haben und sie bis in die Führungsetage hochgearbeitet haben. Es gibt einmal bei uns in der Woche das Lehrlingstreffen. Da wird einfach vom gesamten Lehrer wird zusammengekommen in einem Bau und da wird einfach besprochen, was sie die letzten paar Tage so da hat. Beziehungsweise wie es die leider geht. Es können dann auch persönliche Anliegen vorgebracht werden, wenn es Probleme gibt mit Mitarbeitern oder sowas. Die letzte Weiterbildung, die ich besucht habe, war ein Kurs zur thermischen Prozesssicherheit. Das ist ein sehr wichtiges Thema in meinem Arbeitsfeld. Da wird berechnet, wie chemische Reaktionen gefährlich werden können und wie man gegensteuern kann. Ja, wir haben einmal im Jahr Gespräche mit dem Schichtführer. Da gehen wir Punkte durch, wo wir jetzt stehen, wo wir hinwollen und wie wir uns selber beurteilen würden. Und dann reden wir halt mit dem Schichtführer, wie seine Meinung zu der Beurteilung ist.